Hallo und herzlich willkommen zurück. Das ist gut. Folge 59 müssten wir jetzt sein. Wir sind jetzt immer noch hier oben und waha, stürzen uns todesmutig runter. Und weiter. Waha, hui. Gut, wir sind also so weit, dass wir 7 von 9 Leuten uns getötet haben. Uns fehlen also nur noch 2. Mal sehen, wie lange wir für die letzten beiden noch brauchen. Wir machen einfach mal ganz plump, ohne große Vorrede, rennen wir einfach mal dahin, schauen uns die Sache an und hoffen, dass es nichts ist, wo man unauffällig sein muss. Denn wie wir alle wissen, ist das nicht so mein Ding. Das ist nicht so das Animanisches Ding. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie rund läuft. Wir werden ja sehen. Also das jetzt, letzten paar Mal hat es ja, also das erste Mal, das war ja völlig... Also der Hafenmeister, wenn ihr euch erinnert, mit dem Schiff, das war ja schon ein harter Reinfall, aber ich werde besser. Aber kommt natürlich auch immer auf die Mission an. So, schauen wir uns mal die nächste an. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Okay. Ja. Nun, die werden bald abgesetzt. Nein. Ihr bekommt mich nicht! Savonarola wird von eurem Verrat erfahren! Wahrscheinlich ein Rennen. Wache! Wache! Lass mich rauf, wir müssen rennen. Ja, müssen wir. Okay, aber ganz kurzer Stopp, denn ich werde gerade angerufen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder da. Ich habe gerade eben schon dämlicherweise weitergespielt, obwohl ich vergessen habe, dass ich die Aufnahme hier beendet habe. Aber einfach Erinnerungen neu gestartet und dann alles war wieder gut. Also, wir haben hier also den sozialen Aufsteiger, den Anliegen verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er Savonarola erreicht. Ich weiß übrigens nicht, was es damit auf sich hat, dass ich ständig angerufen werde, wenn, ach scheiße, ich hätte da hochgehen können. Alter, hör auf mich mit deinem dämlichen Hackmesser zu hacken. Ich bin kein Stück Fleisch. Also, ich bin schon Fleisch, aber nicht nur, ich bin auch ein Mensch. Ja. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass ich ständig runterfliege und das Ziel verliere. Alter, diese Wachen, die machen... Ah, eine Treppe. Vielen Dank. Scheiße. Na, jetzt geh auf die... Jetzt geh auf die Leiter, Ezio. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, das lief gerade eben so schön. Immer läuft's voll schön, wenn keiner hinguckt. Es ist doch immer so. So, wie komme ich denn da hin? Nein, komm hoch, schon wieder unten. Ezio, was machst du eigentlich für eine Scheiße? Nie machst du das, was ich will. Warum eigentlich? Ja, wir desynchronisieren bestimmt gleich auch noch. Nein, nicht desynchronisieren. Ich bin auch da. Nein, 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 nein. Oder, da ist er. Ja, das reicht schon. Ja, auf jeden Fall werde ich irgendwie immer anrufen, wenn ich gerade Let's Play. Hey, Typ, du musst sterben. Hey, bleib stehen. Bekämpf doch Savonarola! Mach ich doch! Ich tue nur meine Pflicht! Du nervst aber! Wow. Was ist denn los? Ach gut, da können wir ihn abfangen. Hui! Ja, ein bisschen dämlich, aber hey! Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Ja, so viel dazu. Wir müssen... Ach, wir sind schon anonym. Ich wollte gerade sagen, wir müssen anonym werden, aber das hat sich ja erledigt. Alles klar. Damit fehlt uns nur noch ein einziger Leutnant. Das ist ja der Oberknaller, um mal nicht wieder Hammer zu sagen. Wow. Gut, wir sind viel weiter, als ich es jetzt gedacht hätte. Ging auch doch relativ gut aus, das Rennen. Das ist super dämlich gerade eben. Naja. Und immer will ich angerufen, wenn ich Let's Player. Immer und immer wieder. Jetzt gerade eben noch von meinem Mobilfunkanbieter mit, ach, hier, wir haben einen neuen Tarif für Sie. Weil der alte jetzt irgendwie doch teurer wird und ach, keine Ahnung, was das alles sein soll. Naja. Und ja. Keine Ahnung, gerade eben habe ich noch einen Anruf erhalten, aber keine Ahnung von wem, weil ich die Nummer nicht kenne. Kennt ihr das eigentlich? Passiert bei euch das auch öfter? Also bei mir liegt das vielleicht noch daran, weil ich an 3000 Gewinnspielen mitmache und deswegen meine Daten überall in der Gegend verstreut sind. Aber ansonsten, ich werde immer von irgendwelchen ominösen Nummern angerufen, am besten auch aus dem Ausland oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was die mir andrehen wollen. Ich gehe da auch nie ran, weil ich mir denke, Alter, ich kenne dich nicht, lass mich in Ruhe. Wow. Oh, super, genau dazwischen. Gut gemacht, Ezio. Naja,
Ich werde immer von irgendwelchen Leuten angerufen. Ich gehe da. Vielleicht sollte ich aber irgendwann mal rangehen, um zu gucken, ob die mir Viagra verkauft. Ist das eine neue Art der Spam-Methode? Ich weiß es auch nicht. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel. Blei und Granatapfel klingt sehr, sehr lecker, aber ich muss jetzt erstmal verzichten. Ich habe hier zu tun. Der letzte Leutnant. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Häubern nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Oh nein, ab ins Heu. Ja, der baut hinten ohne seine Leute zu alarmieren. Das ist auch nix für mich. Ich weiß, es ist... Oh, ich dachte, wir haben einen Heuhaufen. Oh Gott. Und dann müssen sie aufgeben. Mist, ich wollte den töten. Ja, diese Mission ist super ätzend, weil der läuft immer rum. Er läuft immer rum, er hat immer Wachen bei sich und überall stehen auch Wachen rum. Das heißt, wir müssen irgendwie an ihn rankommen, durch die Heuhaufen auch. Und ich weiß nicht, in Gruppen kommen wir, glaube ich, nicht mal, weil überall... Weil hier alles andere sind als Gruppen. So, den kriegen wir jetzt von hier. Scheiße! Wo ist der denn? Wer sieht mich denn? Scheiße. Gut, das schauen wir uns gleich nochmal an, wo wer irgendwas ist. Das wäre ja ein super Start, ey. Kacke. Adler weisen auf einen Aussichtspunkt hin. Vielen Dank auch dafür. Ah, da, der Typ. Kriege ich den denn? Von da. Der schafft man auch super unauffällig und die Vögel. So, tot. Du hältst jetzt erstmal die Fresse. So, der Typ. Den nehme ich von hier mit, von oben auch. Das ist immer ganz gut. Die gucken ja nie nach oben, die gucken immer noch geradeaus. So, nach hinten. Aber nie nach oben. Sehr praktisch für mich. Waha! Nein! Ich habe ihn getötet! Das zählt nicht! Das zählt nicht! Ey, ist das... Hat der Geist mich gesehen oder was? Was soll das denn? Mein Gott! Ach. Mann. Nehmen wir jetzt mal den mit, weil der nervt. Wo ist er denn? Achso, da. So, zack. Puh, ja super. Das fängt ja schon super an, dass ich schon hier Probleme habe. Uah-ha. Ja, das war genauso beabsichtigt. Oh nein, das Gemüse von Mama, hat er gesagt. Das ist ja niedlich. Tut mir leid, Alter. Ja, jetzt hat er mich nicht gesehen, ne? Oh Gott, so, ich glaube, das ist... Wo ist der denn? Der ist auch nie nah genug an Heuhaufen dran, dass ich den irgendwie davon kriegen könnte. Das macht die Sache auch nicht so leicht. Super unauffällig auch. So, du kommst ja auch rein. Das ist der da hinten, ne? Mit dem Stab. Ja, genau. Ne, ihr seht schon das Problem. Überall Wachen. Und das Einzige, wie wir durchkommen, ist eben durch dieses Heu. Aber wir können überall... Okay, da ist noch eine Gruppe an Menschen, aber... Das ist mal ganz mutig. So, okay. Schon mal ein Heuhaufen weiter, aber scheiße. Mal sehen, wie ich das am besten machen kann. Der läuft so langsam und so viel. Wo ist der denn da hinten? Ich warte einfach mal hier ab in diesem Heuhaufen. Tut mir jetzt furchtbar leid, wenn er das furchtbar unspannend findet. Aber ich renne jetzt ganz sicherlich nicht hier durch die ganze Steppe hier. Mit den Wachen. Das hätte ich Besseres zu tun. So. Der läuft da jetzt wieder seinen Kreis. Gucken, wie nah er bei uns ist, wenn er rankommt. Ob wir die einfach aushüpfen können und ihn töten können. Vielleicht. Ne, mal meine super Strategie. Laufen, bevor die es merken. Klappt auch super Multiplayer übrigens. Komm ich an ihn ran? Nee, ne? Hüa! Yes! 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 Das hat geklappt! Oh mein Gott, direkt beim ersten Mal! Ja! Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niederem Stand.
Ich wollte Ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Requiescat in pace, mein Freund. Wir müssen jetzt erstmal weg. Hey, ja, ich weiß, dass es ein guter Versuch ist. Ihr seid eh zu langsam. So, wir müssen irgendwie hier weg. Am besten ungesehen. ja, das war jetzt dämlich. Wo kann ich denn hin? Ich kann da wieder ein Heuer auf dem Springen. Ich kann wieder hier ein Heuer auf dem Springen. Hui! Das hat keiner gesehen. Keiner hat diesen Sprung gesehen. So, La Volpe. Do your magic. Ja, fein. Läuft doch. Klasse. Super geil. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es echt geschafft. Wir haben alle Leute zu Savonarola getötet. Getötet, oder? Warum ist da noch ein Ausrufezeichen bei mir? Yes, 9 von 9. Okay, das Ausrufezeichen hat sich einfach mal spontan entschieden, woanders zu sein. Alles klar. So, oh, super praktisch. Wenn das schon hier ist, dann können wir ja uns wieder den guten alten Aussichtstürmen widmen. Oh, wir haben auch genug Geld für das neue Schwert. Ich finde, das können wir uns einfach mal direkt schnappen. Why not, ne? Das ist schon... Wir kommen ja schon langsam zum richtig ernsten Part der Story. Wird ja schon langsam, ne? Ihr merkt, es wird hot. Die Leutnant sind tot. Wir sind im Prinzip bereit für den nächsten Schlag. Wir müssen uns hier ein bisschen vorbereiten. Aua. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So. Dankeschön. So, na, lass mich mal dahin. Danke. Hey Fabro, was geht? Ich habe gehört, du hast so eine geile Waffe hier. Hier, den Xavi Alonso. Dankeschön. Bis dahin. Bitte kommt jederzeit wieder. Yeah. Oh, sieht die cool aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hallo. Renn mal, kann ich dich... Oh, Mist. Na, lass dich nicht rammen. Ach nö, komm. Keine Lust mehr. Ich dachte, Mann, egal. Der war schon so nah dran. Dachte ich, hey, vielleicht kriege ich den ja noch gerammt, bevor der irgendwie wegläuft. Nein, aber nicht. So, wir haben ein super geiles Schwert. Boah, das feiere ich voll. Das sieht super cool aus. Hier, wie das. Na, mach mal den Arm weg. Kann ich das mal ziehen hier? Da. Yeah. Schön, auch so mit irgendwelchen Verzierungen und so. Ja, nett, muss man ja schon sagen. So, auf die Brücke würde ich... ja, Ezio, Leitern ist... So, Leiter ist schwer zu benutzen, ich weiß, aber ich vertraue dir. Im Herzen. Ja, ich darf hier überall sein, Alter. Ja, ich bin Ezio Auditore, wenn ich bitten darf. Weh, du kennst meinen Namen nicht. Upsala. Ja, das hat auch immer wieder super geklappt. Ich dachte, wenn die schon so nervig rumglitzert, dann kann ich die mitnehmen. Ich glaube, ihr hört das ja nicht mal so richtig, aber ich habe ja halt Kopfhörer auch, beziehungsweise mein Headset, und da höre ich das ja immer, wenn da irgendwas rumglitzert und fizzelt. Und da wollte ich das direkt nutzen, aber nein! Bin ich mal volle Kanne rausgeflogen. Kuschelig warm! Hier am Feuer! So. Hossasa, huiuiui und tralala. Wir singen hier ein Ständchen ein. Das wird bestimmt für uns ganz fein. Schalala und schalali. Ich singe hier ein Liebeslied. An Florenz, die schöne Stadt, die mich zu einem Mann hat gemacht. Da, da, da. Keine Ahnung. So. Da, da, da. So. Ein Aussichtsturm hätten wir mal. Wir haben schon eine Weile keinen Aussichtsturm mehr gemacht, weil wir die ganze Zeit mit diesen dämlichen Typen da beschäftigt sind. Upsa. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur hier, da, da, so, hier, ne, so. Das wollte ich ursprünglich. Waha! Ach, das ist ja schon wieder so weit weg. Na egal, komm. Boah, wir sind schon bei 66 von 73. Das fehlt ja auch nicht mehr so viel, ne? Gar nicht mehr so viel. Spannende Sache. Ah, wir haben aber irgendwie nicht mehr so viel Zeit. Okay, dann machen wir mal lieber die Erinnerung oder wir starten sie zumindest und gucken, wie weit wir damit kommen. Mal sehen, wie weit die weg ist. Sollte aber nicht zu weit weg sein. Zumindest war es gerade auf der Karte nicht. Ich habe es jetzt nicht markiert, aber das blinkt ja sehr unauffällig.
So, da sind wir endlich hier. Da, da, da. Und wir beginnen. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Ruhe! Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren. Gebete zu sprechen. Und Buße zu tun. Das ist allen egal. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Zack. Nein. Oh. Finde den Apfel, Ezio. Er kann nicht weit sein. Oh nein, was machen die mit ihm? Hey, hey, was machst du da? Alter, nicht cool. Alle macht dem Volke den Ehemapfel beschaffen. Los, los, los. Hinterher, what? Was soll die Wache, ey? Alter, das ist nicht cool. Ja, ihr auch nicht. Was ist das denn jetzt? Nee, das ist mir... Ezio, jetzt mach mal ein bisschen Tempo hier. Halligalli, wenn ich bitten darf. Was soll das? Hier, zack, zack, los. Zack, zack, los. Ich finde die Musik gerade ein bisschen unspannend. Los, Ezio! Messin. Oh, wir haben. So. Zack. Der Apfel ist unser! Ist unser! Der Apfel, der große Apfel. Yes. Wir haben ihn wieder. Wir haben den Edenapfel wieder beschafft. Ba 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 ba! Sehr gut, sehr gut. Ich bin höchst erfreut. Ich bin so erfreut, ich mache jetzt zum Abschluss nochmal einen Aussichtsturm. Und dann, boah, ich bin so erfreut, ich muss erstmal einen Tag dann Pause machen. Du wirst gleich mit Pfeil da! Bleib! Ich geb dir gleich Pfeil, Alter. Ich geb dir gleich eine versteckte Klinge in den Kopf. So schaut's nämlich aus. So. Naja, aber, hey, die machen auch nur ihren eigenartigen Job. Die Dächer beschützen. Was habt ihr denn gegen Dachläufer? Ach, schon wieder so viel Geld in der Truhe. Das ist auch wieder ziemlich gut. Oh, das Piraten, ich muss da hoch. Deine Mutter ist Stronzo. Ich heiße nicht Stronzo. Ich bin auch kein Stronzo. Was ist, wie oft denn noch? Hört ja auch keiner zu, ne? Mir hört keiner zu. Dann mache ich schon das Play, dann hört mir keiner zu. Immer wieder dasselbe mit euch. So, es geht so auch. Zah, schon viel schneller. Sehr gut. Und du. Und brav synchronisieren. Von diesem lustigen, schicken Haus aus. Warum ja auch nicht? So. Tada. Ja, ich finde, das war doch schon mal ein Abenteuer für heute. Ich glaube, die Folge ist ein bisschen kürzer als sonst, aber hey, wir haben den Edenapfel wieder beschafft, ja, also. Und wir haben ja endlich alle Leute uns. Wir haben den Savonarola getötet, oder? Gut, wir haben ihn nicht getötet, aber die anderen haben irgendwas mit ihm gemacht. Und wir haben den Apfel. Also sieht man sich dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bis morgen. Man sieht sich. Das war eure Animanis. Tschüss.